Yay, es gibt wieder Drops 4 Tage lang. Aber wo gibt es sie? Was muss man dafür machen? Was sind das für Drops? Und vor allem die wichtigste Frage, warum gibt es jetzt diese Drop-Kampagne? Ihr merkt schon, ich will jetzt gar nicht lange um den heißen Brei rumreden, also legen wir los am Montag. Am Montag, den 22.08. um 15 Uhr mitteleuropäischer Standardzeit oder Sommerzeit. Wir haben keinen Sommer mehr. Wir starten die Twitch-Drops, also ihr müsst auf den Twitch-Kanal gehen. Ich linke euch den Twitch-Kanal natürlich unten in der Beschreibung, dass ihr direkt dahin kommt. Und da geht es los mit den Drops. Das Ding ist, dass diese Drops über 4 Tage lang ausgegeben werden. Das heißt, wir haben praktisch 4 Tage lang an jedem Tag 4 Drops, also 16 insgesamt. Das bedeutet natürlich, dass nicht der offizielle Kanal jetzt 4 Tage lang 24 Stunden am Stück laufen wird. Wir gehen davon aus, wir wissen es noch nicht 100%, wir gehen davon aus, dass jeder, der The Cycle Frontier streamen wird, ab Montag 15 Uhr, Twitch Drops aktivieren kann. Also wenn ich streame zum Beispiel, ich habe es immer aktiviert, dann werden theoretisch Twitch Drops vorhanden sein. Werden wir dann sehen, aber so wird es wahrscheinlich laufen. Das heißt, es geht bis Donnerstag um 18 Uhr. Was sind das für Drops? Also jeden Tag 4 Drops. Und die Entwickler sagen, es gibt 2 spezielle Drops. Wir haben in unserem Hideout ja diesen neuen Generator, wo man spezielle Items abholen kann. Und es war so eine Vermutung, dass vielleicht jetzt was getestet wird in dieser Kampagne. Und boom, hier ist die Bestätigung, irgendwas mit speziellen Drops. Also vielleicht kommt irgendwas Spezielles, was man dann noch nicht in den Twitch-Drops abholen kann, sondern in diesem speziellen Abteilung. Und es werden 2 Kisten rausgegeben. 2 Kisten. Irgendwas wollen die Entwickler testen, sagen sie. Also ihr kennt vielleicht World of Warships, wo man ständig Kisten sammeln kann, indem man Leuten zuschaut, Streamern zuschaut, die das Spiel spielen und so weiter. Vielleicht haben die irgendwas in diese Richtung geplant. Das ist natürlich alles hochspekulativ, wir wissen nicht. Es gibt ja auch unendlich viele Möglichkeiten. Aber sie scheinen was auszutesten und irgendwas scheint zu kommen für Season 2. Was ist eigentlich der Grund für diese Kampagne? Sie machen jetzt ein Announcement, das heißt, sie zeigen uns so ein bisschen Ausblick darauf, was in Zukunft kommen wird. Sie haben sich nicht festgelegt, was sie jetzt sagen werden. Möglichkeiten sind zum Beispiel das Announcement für eine neue Map, das Announcement für ein neues Anti-Cheat-System, das Announcement für eine komplett neue Idee, für einen neuen Modus, für neue Charaktere, für neue Skins. Es könnte so unendlich viel sein. Perks, wir reden schon lange von den Solo-Perks, schon Ewigkeiten, dass die jetzt kommen zum Start der Season 2. Also wir werden sehen, was passiert. Wer es nicht mehr auf dem Schirm hat, Season 2 startet am 12. September 2022. Das ist der Montag. Also am 11. September endet Season 1 und am 12. September geht's los. Ich freue mich schon. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mit dem Spiel passieren wird an dem Tag. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Kommen Leute zurück, sagen sie, nee, ich habe die Schnauze voll. Sehr, sehr spannend. Und wie sich das Ganze dann entwickeln wird, was passiert und was neu ist, vor allem in Season 2. Das ist ja auch immer das, worauf wir uns in Tarkov immer am meisten freuen. Wenn der Vibe kommt, alles ist neu und es kommen neue Content, neue Sachen dazu, die man dann erforschen kann, zusammen mit allen anderen, die man mit Null anfangen. Mega cool, ich freue mich sehr drauf. Also am Montag, den 12. ist es soweit. Und die werden jetzt vielleicht so ein bisschen was sagen, was kommen wird. Wir wissen ja am Mittwoch, lass mich nicht lügen, 24.08. ist auf jeden Fall das Gamescom-Event. Die Entwickler laden an dem Tag zu einem Meet and Greet ein. Und da haben sie gesagt, wollen sie auch schon Sachen zeigen. Also ein Preview. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht sogar ein Stream startet, dass der in dieser Drop-Kampagne vielleicht eine Live-Übertragung zeigt aus der Kneipe. Das ist die Kneipe in Köln. Da sind wir eingeladen sozusagen und dürfen da mit den Leuten reden, dürfen was sehen. Es wird möglicherweise spielbaren Content geben, haben sie gesagt. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf, was da passieren wird. Also es passiert jetzt einiges und diese Drop-Kampagne soll das Ganze unterstützen. Testen, es ist ein Stresstest, es ist ein Drop-Test, also anscheinend kommen noch mehr Drops dann zu Season 2. Und es ist, haben sie auch gesagt, eine Art, ich will jetzt nicht Entschuldigung sagen, aber es ist eine Art Entschädigung vielleicht auf das, was alles passiert ist in Season 1. Sie haben halt einen sehr krassen Start hingelegt, sie haben nicht mit dem ganz großen Erfolg gerechnet, den sie hatten. Und entsprechend dadurch, dass es ein Free-to-Play-Spiel ist, wurden sie überrannt mit Problemen, was Balancing angeht, aber vor allem was Cheater angeht. Und seit Season 1 Start, seitdem kämpfen sie jeden Tag an dieser Cheater-Problematik. Nonstop, alles andere wurde erstmal verlegt. Es wird nur
an Algorithmen gearbeitet, an internen Bannsystemen, an manuellen Bannsystemen. Und ich bin gespannt, es wirkt schon, also die Cheater sind drastisch zurückgegangen, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was sie jetzt am Montag sagen und was sie vielleicht noch für Season 2 geplant haben, wie sie das noch endgültig dann in den Griff kriegen können für einen Neustart. Und schaut doch mal auf das Bild hier im Hintergrund, das ist das Announcement-Bild. Und dieses Bild zeigt zwei Wände, Rohre, so eine Art biomechanische, scheint irgendwas Organisches zu sein. Rohre, die nach, oder Schläuche, die nach unten führen, so Art Wurzeln, Stränge. Und das Ganze ist ein Gang, der nach hinten rausschaut. Vielleicht sind das Wurzeln, aber irgendwas Künstliches auf jeden Fall. Und unten in der Mitte, hier sehen wir noch den, so eine Art Durchgang. Also ein Durchgang von rechts nach links. Super strange. Für mich schreit das nach einer, nach einem Teaser einer neuen Map, die so aussehen könnte, dass sie vielleicht Underground stattfindet. Die Entwickler haben ja gesagt, wenn eine neue Map kommt, dann wird sie komplett anders sein wie Map 1 und 2. Und das sieht so ein bisschen in diese Richtung aus. Wir werden auf jeden Fall sehen, was passieren wird. Denkt nur dran, am Montag geht's los. 15 Uhr starten die Drops. Schaltet ein. Ich werde, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall live gehen zu dem Zeitpunkt, dass wir gemeinsam den Livestream sehen können. Also das werden wir zusammen machen können. Schaltet ein und wir diskutieren ein bisschen darüber, gucken uns an, react ein bisschen, was da passiert. Vielleicht sind Drops dann an, werde ich dann euch alles zeigen, wie ihr daran kommt im Detail. Ja, dann geht's los. Dann geht's los. Leute, einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Hasta luego. Ciao, 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 ciao.